Chaotische Szenen in Krankenhäusern, lange Schlangen an Tankstellen, gestrandete Fluggäste, Plünderungen. Der gigantische Stromausfall legt Venezuela weiter lahm. Die Hauptstadt Caracas liegt nachts im Dunkeln. Telefon- und Internetverbindungen sind gekappt. Plünderer haben leichtes Spiel. An den Tankstellen warten die Menschen auf Treibstoff für Stromgeneratoren. Wir warten, weil alle Tankstellen geschlossen sind und wir keinen Strom haben. Wir wollen hier Sprit abfüllen, weil wir nicht wissen, wann wir wieder Strom haben werden. In Krankenhäusern spielen sich chaotische Szenen ab. In dieser Klinik starb eine junge Frau. Sie haben sie ins Erdgeschoss gebracht und dort angeschlossen. Aber durch den Transport und die Wartezeit ist sie kollabiert. Das Mädchen ist gestorben. Sie haben versucht, sie zu reanimieren, aber ohne Erfolg. Die Gründe für den Stromausfall sind weiter unklar. Der Regierung wird vorgeworfen, die Infrastruktur des Landes vernachlässigt zu haben. Der linksnationalistische Präsident Nicolás Maduro und der staatliche Energiekonzern Corpoelec sehen dagegen Saboteure am Werk.